Die sehen schon so schäbig aus hier. Komm, angewackelt, du altes Mistvieh. Hi there. Hi there. Cool, someone sane. Cool, someone sane. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Some Blade Kitten. Diese komische, gehörnte Tussi. Ja, hier ist ja alles irgendwie gehörnt. Dieses ganze Volkgedöns hier. Eieieiei. Hat uns im letzten Part wieder mal gezeigt. Was hat sie uns gezeigt? Genau. Dass sie uns überall, wo sie es nur kann und will, einen Strich durch die Rechnung macht. Auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß auch nicht, was für ein Beef die beiden hier miteinander haben. Warum Kit auf sie sauer ist, ich müsste mir dafür echt nochmal meine alten Parts angucken. This doesn't really seem like the place to find a bunch of brigands and rebels. Mhm. You know, I think that's just Newt Poop, little buddy. Hey, let's see if these locals want to kill me too. Hey, are you there, Breaker Girl? Mr. Head, how are we doing? Mr. You tell me. Head. I got a call from some locals looking to contact you. For reals? Something about seeking out three witches for the key to the wolf's den. Do I need to roll a dice now or something? What kind of noink help is that? Hey, don't shoot the messenger. So where do I find these witches? Fairy tales? There ain't no such things as witches. Yes, I did know that. Unless he meets the sisters. Sisters? Three crazy old hags. Maybe they know something about the witches. Uh-huh. Also jetzt Hexenjagd und so? Was ist da los? Ich hab doch keine Ahnung. Jedenfalls hat Mr. Head wieder mal zu mir gesprochen. Mein Hauptauftraggeber, wie es aussieht, ja. Echt ohne Scheiß, ich müsste mal meine alten Parts gucken. Ihr, die ihr das hier schaut, werdet ihr wahrscheinlich viel mehr Plan haben von dem, was ich hier tue, als ich selbst. Ja. Ist schon peinlich, ja, ist schon peinlich. Und das liegt nicht daran, ich verspreche euch das nackend in der Hand, dass ich es auf Englisch spiele. Ist völliger Blödsinn. Ich verstehe ja, was sie sagt. Aber ich verstehe nicht ganz, was sie mir damit sagen wollen. Das ist ein kleiner Unterschied. Was haben wir denn hier? So. Auf jeden Fall können wir wieder ein bisschen shoppen gehen. Guck mal an. Hello, Pinky. Hello, Pinky. Ein bisschen mehr Gesundheit wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ja. Oh, yes. You have eyes for top good product. Mm-hmm. Low on stock now. Oh, low on stock now? Na sowas. Ach, guck mal, das Gladion ist zwar scheiße, aber 150.000, das Grangis könnten wir uns auch noch leisten. Ja, das. Oh, yes. You have eyes for top good und product. Das. Siehste? Jetzt haben wir also alle Waffen. Ja, fehlen uns noch drei Kostüme, die schweineteuer sind. Halleluja. Und einmal Ausdauer aufstufen. Ah, aber das wird auch noch hinhauen hier. Nice. Jedenfalls werden wir weiter in dieser Frequenz neue Kisten finden. Oh. Ich hasse diese Viecher hier. Wo kommen die alle her? Das fängt ja fast so schlimm an wie in dem Dark Level. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Hey. Nein! Hör auf! So. Siehst du, man muss sie nur mal ordentlich von hinten erwischen, aber es kommen, wie gesagt, immer mehr. Immer. Boah! Guckt euch das an! Das kommen immer mehr! Was ist da los? So. Umso mehr habe ich jetzt irgendwie verspürt den Drang hier, einfach nur vorwärts zu kommen und auf die Gegner zu kacken, weil sie mir mal richtig auf den Senkel gehen. Schwupps. Oh. Skiffies? Was? Wieso hat der so viele Skiffies?
Nanu? Nicht das... Oh nein, ich hab's im Gefühl. Nicht, dass ich Skiffy gleich verliere. Also meinen, weil er seine Familie wiederfindet. Oh no! Das wäre zu schade. Ey! 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 Nein! Nein! Zack! Ich hab fast das Gefühl, ich bin hier falsch irgendwie. Weiter rauf ist Beste, aber... Eigentlich will ich hier gar nicht lang. So, da ist ja der Typ. Guck mal. Whoa, that's a lot of skiffs you have there, man. Yeah. You know anything about witches? No. This is going nowhere. Come on, Skiffy. Let's hike. Beware the Horde of Red. What? Beware the Horde of Red. Yep, that's no help. Was? Wie bitte? Oh. Beware the Horde of Red. Okay. Das ist mir wirklich keine Hilfe. Die verrückte Skiffy-Hexe? Ja? Ich glaube, in irgendeinem Film gab es auch die verrückte Katzenlady, Crazy Cat Lady. Gibt ja viele Referenzen zu sowas, ja? Wow! Da ist es hier wohl die Crazy Skiff Lady. So. Klatsch, klatsch, klatsch. Da 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 da. Ich weiß, oben gab es auch noch einiges. Wow, was ist denn das? Was ist denn das bitte? Der lässt sich wohl gar nicht besiegen hier. Na also, draufstürzen. Das hilft immer. Oh, ein Noot in Gefangenschaft? Oh nein. Puh, naja. Der Pfeil zeigt nach rechts. Das bedeutet also, wir gehen links weiter, ja. Ihr kennt das. Gratz! Gratz! Ja. Oh. Aber so schnell scheint es wohl doch nicht zu gehen. Wir sind ja wieder ein bisschen knapp bei Kasse. Also immer noch eigentlich. Wir haben ja gerade eben einen Großeinkauf gemacht, sozusagen. So. Es gibt bestimmt noch viele, viele andere Moves, die man hier machen könnte mit dem schönen Schwert. Mit den Schwertern. Bin ich aber bisher gar nicht so zugekommen. Den einzigen, den ich wirklich kenne, ist der hier. Zweimal springen und dann runter und dann crasht das richtig alles kaputt. Aber mehr braucht man eigentlich auch gar nicht kennen. Weil, guckt euch mal an, hier haben wir den Nahkampfangriff, das ist der Fernkampfangriff, ja. Der kann sogar Sachen ranziehen, habe ich gerade gesehen. Ja, nicht nur die Schwerter von irgendwelchen Typen. Schwerter, sage ich schon, Quatsch, ne Blöde. Die Schilde. So, Ding! Ding! Datendisk. Und jede Menge buntes Gebinsel. Da, 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 da. Und da unten wieder Gegner. Oh, Mass. Und so ein unbesiegbarer Roboter. Wo sind wir hier bei Transformer oder was? Nein. Geh kacken. Wupp. Wupp, wupp. Ja, springen könnt ihr aber nicht, hä? Doch. Oh, hätte ich nur mal mein vorlautes Maul gehalten. Aha. Und du bist wohl die zweite der drei Hexen? Ja, nein, ja, nein. Excuse me, ma'am. Where can I find a witch around here? Nothing? Anyone home? Okie dokie then. The dragons swarm and swarm around the wind. It's gotta be the water or something.
Okay. Wow! Gut, also irgendwas von Drachen hat sie erzählt, die um den Wind herumschwärmen. Whatever. Ich werde es ja hoffentlich irgendwie irgendwo irgendwann mal sehen. Ja. Zack. Oder auch nicht. Oder hoffentlich doch. Mal schauen. Ansonsten. Yay, Team! Waren halt so ziemlich useless Tipps, oder? Stehe ich gar nicht auf sowas. Useless Tipps? What the fuck? Aber die ganze Story ergibt wenig Sinn. An einigen Stellen zumindest. Seps. Go on, boy. Go on, boy. Da schicken wir Skiffy los. Ja. Sammeln die Scheiße ein. Skiffy. Skiffy. So. Also, was war der erste Tipp? Behüte dich vor den roten... irgendwas Gedöns hier. Ja. Vor den Redheads oder so. Und der zweite Tipp. Die Drachen schwirren darum, wo es windig ist oder so. Ach, aua. Bin ich gespannt, was mir die dritte Hexe zu sagen hat, wenn ich sie überhaupt noch finde. Die stehen ja auch nicht gerade so offensichtlich, ja. Doch, da. Guck mal, Nummer 3. Ich hoffe, ich denke zumindest, dass das die Hexen sind, oder? Die sehen schon so schäbig aus hier. Komm, angewackelt, du altes Mistvieh. Hi there. Hi there. Cool, someone sane. Cool, someone sane. Yeah. Oh, no way am I sitting through this. Ah, no way am I sitting through this. Good night. Beware. The Phantom Soldiers march alone. Huh? Huh? Was? Die will mich doch verarschen. Aber The Phantom Soldiers march alone. Gut. Warum mich das beunruhigen sollte, weiß ich nicht. Wenn die alleine marschieren, ist das doch gut. Besser als mit Freunden zusammen, die mich alle machen. Oh oh. Nicht in den Schmelztiegel fallen. Wow. Hep. Was haben wir hier? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Ich höre ein Vögelchen. Aber. Komm her. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Klappauz. 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 Na, na! Klappauz! Hey! Na, siehst du wohl. Na. Muss ich dem Vieh hier erst richtig zusetzen, so, dass der checkt, dass mit mir nicht zu spaßen ist. Klatsch. Das geht doch. Was haben wir hier? Das Vögelchen? Nein, irgendwelche Spackos. Und zwei Kisten. Oh. Gratz. Wieso laufen die alle weg und danken mir nicht mal? Was ist mit euch nicht richtig? Bonus. Hallo? Ich hab euch gerade gerettet, ihr Pfeifen. Nice. Mhm. Immerhin. Lassen die mir ein bisschen was da. Ich hör's schon wieder pfeifen, Mann. Aber war ich hier nicht richtig? War ich hier nicht richtig?
Yes, no, nein? Ja, nein? Nein, scheinbar nicht. War der Speicherpunkt nur dafür da? Wow! Nein! Für den Fall, dass wir hier reinfallen, siehst du? Ja, sowas Blödes. Ah! Siehst du? Immerhin das Fischi. Oh. Hey there again, door guy. What word from the witches? Something about red hordes, swarms and swarms of dragons, and some sort of ghost soldier. No! Phantom soldier. Huh? That's correct. Verily. You may enter. Thanks, door guy. Must be short-staffed. Was? War das die Losung? Damit ich durch das verschissene Tor komme? That's correct. Thanks, door guy. Das nimmt doch alles auf den Arm hier. Ist das geil? Das verarscht doch echt alles hier. Thanks, door guy. Dankeschön. Hey. Fetch. Fetch. Gib mir dein Schild. Blade. Eps. So. Ist jetzt die Frage, was finde ich hinter dieser Tür? Ist mal langsam Ende mit dem Level hier? Oder ja? Oder nein? Da komme ich schon mal nicht weiter. Da ist schwarzes Gestein. Rhyme. Epp. Ah, verdammt, zu kurz gesprungen. Was ist denn das da? Oh oh. Blautz. Boah. Ich habe schon wieder so einen Move hingekriegt. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Whoops. Get him. Get him. Und so, das Fieder hinten. Boy. Wie auch immer. Tja, ich hoffe, ich muss nicht dagegen kämpfen oder so. Oh je. Oh oh. Erinnert ein bisschen an den Drill Boy. Aus Come. Secret of Mana. Zumindest fiel mir gerade ad hoc dieser Name ein. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Secret of Mana? Obwohl, ne. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ziemlich oft Let's Played wird, ja. Als SNES-Klassiker. Aber es wäre eine Idee wert, trotz allem. Wow. Wow. Halt die Füße still. Du Mistvieh. Sweet. Sweet. Vögelchen. Ja, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt, Vögelchen, ja? Und es hat mir nichts genützt, weil ich es trotzdem nicht entdeckt habe. So ein Scheiß. Hm. Naja. Was schalt? Na. Oh je. Da oben war auf jeden Fall eine Plattform. Heißt eventuell. Kraxel ich da jetzt rauf, ja? Uiuiui. Aber auch unsere Credits pendeln sich so langsam wieder in einem Bereich ein, der in Ordnung ist. Ja, komme ich mir wenigstens nicht mehr wie eine arme Wurst vor. Oh oh. Ob jetzt ist da. Ob, ich will nach rechts hier. Ob, Boss. Oder was? Why is it everywhere I go, you're there causing trouble? Me? Hey, you're the one with a bounty on your head. You don't even understand why, do you? Yeah, I've seen you cause enough damage to get the gist of it. Was? Was? Get off our world! Uh-huh. Also, jetzt habe ich es gecheckt. Auf diese Tussis ein Kopfgeld ausgesetzt. Kannst du diesen damit manchmal zu dir ziehen oder gar lästige Schilde? Ja, das weiß ich. Wow. Oh nein. Tschüss. Da fall ich runter.
Wow! What the? Komm her! Aha, so geht's also. You'll never break us, Spirit. Wow! Ach du Scheiße, da fall ich ja runter. Du Heiligsblechle! Ja, da ist die komplette Kletterkunst gefragt hier. Ach du Jemini. Komm her! I'll put an end to your plans. Oh oh. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Komm her, komm ran. So, klatsch. Siehst du? Hast du nur davon. Jetzt verstehe ich das. We'll never get into you humans. Ich muss also immer weiter rauf. Uiuiuiui. Aua. Aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Und irgendwie rauf. Ach du Jemine. Ich komm. Warum komme ich hier nicht weiter? LOL. So eine Scheiße. Da ist schon die Plattform. Nein. Oh. Oh man. Get off our world. Nein, oh nein. Guck mal. Oh oh. Au. Au. Nein, oh nein. Okay, das schaut nach Endboss aus. Jegene. Oh oh. Aufpassen hier. Ja. Eigentlich wäre das glatt noch einen neuen Part wert gewesen. Sick 'em. Zack, komm her. So. Aber ist nicht schlimm. Das kriegen wir in dem Part hier auch noch hin. Oder? 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 Genau. Kriegen wir hin. So. Zack. Komm her. You'll never break us, Spirit. Ran hier. Oh oh, nein. Nein, was soll denn das? Dabei will ich hier nur mich irgendwo ranhangeln. Zack. Klapphautz! Du Mistvieh! Scheiß! Schlampe, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, völlig zu Recht, ja. Eine Schlampe ist es, die da drin sitzt. Verstehst du? Ja. So, hier geht's zumindest rauf. Soweit habe ich es begriffen. Ja! Jetzt kann ich sie wieder greifen. Komm her! Klatsch! Eieieiei. So. Jetzt wird sie das da oben wieder runterballern, ja? Ausgezeichnet. Eieiei. Nein, nein, nein. Nein. Klatsch. So. Das war nochmal knapp. Das nächste Mal muss ich nur schneller sein, damit sie mich nicht wieder anschießt. Ja. Da haben wir also die Wahl, anschießen lassen oder sich vorher ranziehen. Ja. Ist nur blöd, wenn diese Scheißkugeln hier nicht vorher am Start sind. Guck, guck. Komm her. Nein! I'll put an end to your plans. So was Blödes. Ich muss sie halt hier rankriegen irgendwie. Oh oh. Nein, 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 nein.
Nein. We'll never give in to you. Und da bin ich wieder ganz unten. Aua. Das ist doch scheiße. Klatsch. Ja. Los. Vielleicht muss ich einfach über die Dinger hinwegspringen oder mal kassieren. Hier, ja. Mal in Kauf nehmen, dass ich da reinrenne. Da reinrassle. Klatsch. So zum Beispiel. Klabautz. Siehste, schön in die Fräse. Ja. Siehste. Hier genauso, bitte. Bzzzt. Was? Wieso? Zack, komm her. Komm ran, und zwar richtig hier. Zack. Wie komme ich da denn hoch? Nein, wie komme ich da hoch? Ups, tut mir leid. Ich wollte da nicht ranstoßen. Also langsam ist es gut hier. So. Klatsch. Ich mache jetzt noch diesen Versuch und wenn das nicht funktioniert, dann verschiebe ich es auf den nächsten Part. Ja. Heiliger Jesus, das ist echt eine Hüpferei hier. Aua! Nein! Nein! Klatsch, das war's. Habt ihr gesehen? Get off our world! Ich hab's doch verstanden. Dummes Mistvieh. So. Puh, fast eine halbe Stunde. Haben wir jetzt fertig? Naja, nicht ganz. Egal. Dann werden wir mal sagen, setzen wir der alten Schabracke zu im nächsten und vielleicht im letzten Part von Let's Play Some Blade Kitten. Wir werden es sehen. Bis dahin melde ich mich aus dem Kreis und sage Tschüss und auf Wiedersehen.